Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, dass Unternehmerinnen und Unternehmer immer häufiger digital aufgestellt sind und sich vor allen Dingen auch immer lieber nach einer digitalen Kanzlei umschauen. Oh, was kann der so, was macht der so? Was aber ist, wenn die Kanzlei selber diesen Schritt schon gegangen ist, diesen Prozess schon vollzogen hat und zu 100% digital ist? Das ist nämlich bei der Kanzlei KW Partners aus Bonn der Fall. Und Christopher Krug, Steuerberater und Geschäftsführer von dieser Steuerkanzlei, wird uns jetzt mal erzählen, wie man einen solchen Prozess vollzieht. Herzlich willkommen aus Bonn, Christopher Krug. Viel Spaß. Ja, Olaf, vielen Dank für die warmen Worte und auch von meiner Seite herzlich willkommen auf dell'Expresso. Ja, zu meinem Thema Datenstratege werden, als Steuerkanzlei konsequent digital vorgeben. Ich würde Ihnen gerne einmal zeigen, wie wir den Weg durch diese digitale Transformation geschafft haben, welche Kniffe wir da angepackt haben, um auch diesen Weg erfolgreich zu gehen. Ich zeige Ihnen anschließend so ein bisschen, wer davon profitiert und würde Ihnen am Ende gerne so einen kleinen Ausblick geben, ja, wo wir noch hinwollen, welche Vision wir verfolgen mit unserer Kanzlei. Und vielleicht ist da ja auch der ein oder andere spannender Ansatz für Sie dabei. Ja, wie gelang uns die digitale Transformation? Sie sehen hier meinen Geschäftspartner Michael Wohlfahrt und mich, lachend, in bester Laune. Ich kann Ihnen versichern, das war nicht immer der Fall. Wir haben beide mehr oder weniger auf der grünen Wiese gestartet. Und ich habe es dazu geschrieben, es war ein recht unprofitabler Start. Wir haben natürlich vieles ausprobiert, viele Produkte getestet, auch in der Zusammenarbeit mit den Mandanten. Und sind dann auch über verschiedene Systeme gestolpert, wo wir mal geguckt haben, okay, wie kann man damit zusammenarbeiten, und das hat nicht von Beginn an so funktioniert, wie wir das jetzt heute leben. Hatten dabei teilweise auch wirklich miserable Deckungsbeiträge bei einzelnen Mandanten, weil wir halt einfach zu viel noch in Eigenregie dort uns anschauen und erlernen mussten. Was wir aber relativ früh gemacht haben und auch sehr, sehr intensiv, war, dass wir die eigenen Kanzleiprozesse digitalisiert haben. Warum? Mein Geschäftspartner arbeitet nicht mit mir in Bonn am Sitz der Kanzlei, sondern der lebt auf Zypern, digitaler Nomade sozusagen. Und das hat uns natürlich von Beginn an dazu gezwungen, dass wir sehr digital auch in den eigenen Prozessen uns aufstellen mussten. Und haben uns da schnell auf verschiedene Produkte geeinigt, also insbesondere auch mit Microsoft Teams haben wir da vieles organisiert und konnten darüber halt wirklich sehr die eigenen Prozesse digital aufstellen. Ein weiterer Schritt war der, dass wir auch gerade zu Beginn mal unsere Zukunftskanzlei sehr genau skizziert haben. Also wir haben wirklich geguckt, dass wir uns mal überlegen, was wollen wir in der Zukunft machen, welche Mandanten möchten wir betreuen, wie soll die Zusammenarbeit im Team erfolgen, mit welchen Systemen möchten wir gerne arbeiten, auch so nach den Erfahrungen, die wir dann gesammelt hatten. Und haben das wirklich sehr intensiv skizziert über so eine Excel-Datei, relativ simpel. Und haben dann beide, also jeder für sich hat das gemacht, und haben das so nebeneinander gelegt und da relativ viele Schnittmengen gesehen und konnten quasi wirklich an so einem Kanzlei-Wunschbild feilen und hatten uns dann da auch einzelne Aufgaben gesetzt, die wir versucht haben, Schritt für Schritt umzusetzen. Einer der Schritte war zum Beispiel der, dass wir sehr, sehr früh eine Kollaborationsplattform eingeführt haben in der Zusammenarbeit zwischen uns als Kanzlei und eben den Mandanten. Das war für uns vor allem ein sehr großes Anliegen dahingehend, weil für uns diese vollen E-Mail-Postfächer eigentlich doch eine ziemliche Katastrophe dargestellt haben. Und diese Kollaborationsplattform, ich habe mir hier das Einverständnis von Olaf geholt, nennt sich Kanzleiland, ist ein Unternehmen, das vielleicht der eine oder andere von Ihnen auch kennt. Und da bin ich auch ein sehr großer Fan von, weil wir halt einfach wirklich alles, was wir mit den Mandanten über die Kommunikation regeln, also auch alle Dokumente, die wir erstellen oder die wir vom Finanzamt bekommen, können wir darüber gesichert austauschen. Wir können darüber an einzelnen Dokumenten kommentieren. Die Mandanten, die schnell verstehen, wie man damit arbeitet, wissen, dass, wenn sie uns was signalisieren wollen, dass sie was zur Kenntnis genommen haben, setzen einen kleinen Gefällt mir drauf. Also man kann da sehr gut mit den Mandanten gemeinsam kommunizieren und hat halt eben alles an einem Ort. Dadurch, eben durch diese Plattform, konnten wir sehr konsequent die Unterlagen auch digital anfordern. Also ich habe mich von Beginn an dagegen geweigert, einen Scan-Service in der Kanzlei anzubieten, weil ich diese Sinnhaftigkeit dahinter nicht verstanden habe. Ich habe immer versucht, den Mandanten zu erklären, wenn sie mir die Belege als Papierordner schicken
und ich das scannen muss, dann entsteht mir da Zeit, die ich in irgendeiner Form fakturieren muss. Das heißt, ich habe ihm das relativ schnell erklärt und gesagt, schau, das kriegen wir doch anders gelöst. Es gibt tolle Scan-Apps, Lösungen, die man da nutzen kann, um eben auch die eigenen Prozesse umzustellen. Also wir haben wirklich auch versucht, die Mandanten so ein bisschen dahingehend auch zu schulen, wie sie ihr eigenes Unternehmen schon früh digitalisieren können. Ein weiterer Aspekt war dann der, dass wir irgendwann hingegangen sind und auch mit diesen Vorsystemen, wie zum Beispiel LexOffice, gearbeitet haben. Da kam auch früh schon ein Mandant auf uns zu, tatsächlich eine GmbH. Die Frage kam ja eben auch, ob das auch bei GmbHs gut funktioniert. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es das tut. Klar, erster Berührungspunkt war ein Schock, gebe ich zu. Ja, ich kannte bis dato immer nur meine Datenfeld und wenn man dann sieht, was darüber kommt, das war dann doch eher herausfordernd, aber wir haben viele Vorteile darin gesehen für uns als Kanzlei und eben auch für die Mandanten und haben dann schnell uns dafür entschieden, dass wir das flächendeckend nutzen wollen und auch empfehlen. Also wir haben ganz viele Mandanten, die wir vorher in der Form betreut haben, dass sie uns halt Belege auf einem Portal hochgeladen haben, haben wir dann davon überzeugt, schau mal, du machst schon so viel, nutzt doch ein solches System. Dadurch hast du zusätzlich die Möglichkeit, deine offenen Posten auch im Blick zu behalten. Du kannst vielleicht aus dem System heraus zahlen. Du wirst insgesamt auch in deinen Prozessen wesentlich effizienter. Ja, da wären wir schon so ein bisschen bei den Vorteilen dadurch. Wer profitiert eigentlich von der ganzen Geschichte, auch insbesondere von unserer digitalen Transformation? Das sind definitiv die Mandantinnen, genauso wie auch wir als Kanzlei. Warum? Wir haben halt sehr einheitliche Prozesse. Also wir haben uns in unserem Kanzleibild, an dem wir gefeilt haben, sehr früh für bestimmte Produkte auch entschieden und gesagt, okay, mit den Softwarelösungen möchten wir arbeiten und mit denen auf gar keinen Fall. Und dadurch haben wir wirklich sehr, sehr einheitliche Prozesse. Das geht übers Onboarding bis zur laufenden Betreuung und ja, können dort quasi auch einen Weg den Mandanten bereits mit an die Hand geben und die müssen sich nicht selber auf die Suche machen, irgendwelche Lösungen entwickeln, sondern wir können dort schon sagen, schaut mal, wir haben so eine Art Best Case entwickelt, was haltet ihr denn davon? Vielleicht passt es auch zu eurem Unternehmen. Ja. Ein weiterer Aspekt ist natürlich bei der Digitalisierung immer auch der Aspekt der Qualität. Ewig lesbare Belege ist, glaube ich, hier einer der Hauptfaktoren, die man immer wieder nennen kann. Ich sehe es hier auch aus anderen Gründen. Wir schaffen es wirklich durch diese Zusammenarbeit auch, mehr Qualität dahingehend reinzubringen, dass wir die Mandanten abholen und quasi so ein bisschen zur Mitarbeit animieren. Ob es jetzt der Unternehmer selber macht oder jemand aus dem Betrieb des Unternehmens, sei mal dahingestellt. Aber sie wirken deutlich mehr mit und viele Mandanten haben ja auch ganz andere Informationen über ihr Unternehmen, die wir als Buchhalter gar nicht haben. Ich meine, wir können vieles aus den Belegen herleiten und abschätzen, aber nicht jede Information ist immer bekannt und über so eine Art der Zusammenarbeit schaffen wir es eben auch, zusätzliche Informationen auszutauschen. Ja, ein weiterer wichtiger Aspekt, finde ich, ist die Transparenz. Zumindest ist das unsere Erfahrung, die wir gesammelt haben. Die Zusammenarbeit wird deutlich transparenter. Ja, also wir kriegen da auch viel Feedback seitens der Mandantschaft, dass die ja erstmalig wirklich in der Lage sind zu verstehen, was machen wir da überhaupt. Ja, also früher war es so, da wurden die Belege irgendwo bereitgestellt, der Steuerberater hat sich darum gekümmert. Anschließend kam die Rechnung, was auch schon hin und wieder mal zu Frust geführt hat. Und heute sehen Sie viel mehr, was dort im Hintergrund passiert, wo Sie gegebenenfalls auch schon an Ihre Grenzen kommen und wo wir dann wirklich auch den Mehrwert liefern und Qualität da noch ein bisschen reinbringen können und eben halt auch unterstützen können. Und das wird uns definitiv auch von den Mandanten bestätigt. Ja, Single Point of Truth, was meine ich damit? Das ist letztlich so der Aspekt, dass wir für die Zusammenarbeit bestimmte Orte haben, an denen wirklich die Unterlagen aufzufinden sind. Also klar, LexOffice nutzen wir als Vorsystem für den Bereich der Buchhaltung. Das heißt, alles, was wir im Bereich der Belege uns anschauen wollen, alles, was so die Buchhaltung betrifft, finden wir halt dort. Aber alles andere, die Abstimmung mit den Mandanten, Fragestellungen, Jahresabschlüsse, sämtliche Unterlagen haben wir halt eben über unsere Kollaborationsplattform. Und damit weiß eigentlich auch jeder direkt, wo er was finden kann. Und ja, man hat nicht irgendwie den Fall, dass jemand anruft und sagt, hey, schick mir doch bitte nochmal die BWA Dezember 20 zu, die habe ich hier gerade nicht mehr griffbereit. Die ist ja immer in dem Portal jederzeit abrufbar. Und das schafft meiner Meinung nach auch sehr viele Effizienzen und dadurch natürlich auch ganz klar Zeitersparnis. Ja, wir schaffen es eben durch diese Zusammenarbeit einmal mit vollständig digitalen Belegen, aber auch eben mit Vorsystemen wie LexOffice schaffen wir es halt wirklich auch viel mehr Zeit zu gewinnen für eben die
Beratung der Mandanten. Ja? Also wir haben viele Buchhaltungsmandate, die wir betreuen, wo wir teils schon hingehen, wenn wir merken, okay, das läuft ganz rund, dass wir auch aktiv ansprechen und fragen, hey, wollt ihr nicht die Voranmeldung auch selbst übernehmen und wir stehen euch nur noch so als Sparringspartner zur Verfügung, können euch vielleicht einzelne Fragen beantworten, wo ihr an eure Grenzen kommt. Aber damit haben wir wieder eine sehr eng getaktete Frist, den 10. ausgelagert sozusagen an den Mandanten und ein bisschen mehr Freiraum für eben die Beratung in der Kanzlei. Ja, letztlich noch, wie sieht unsere Kanzlei der Zukunft aus, unsere Vision? Da gehen die Wünsche natürlich sehr stark auch an die Softwareanbieter in unserer Branche. Ich wünsche mir so eine Art Web-Services zwischen dem Buchhaltungssystem, kam ja eben auch in dem Vortrag von Barbara hoch, dass wir die Problematik haben, wenn wir in LexOffice vorkontierte Buchhaltungen haben und spielen die in Dativ ein, nehmen dort Änderungen vor, dann habe ich diese Änderung halt leider nicht automatisch in der LexOffice berücksichtigt, sondern ich muss es irgendwo über einen Workaround lösen, indem ich zum Beispiel dem Mandanten da einen kleinen Text zuschreibe und sage, schau mal, die und die Punkte sind immer wieder falsch gelaufen, das müsste eventuell korrigiert werden. Das ist momentan für uns noch sehr intensiv und natürlich auch mit Kosten verbunden für den Mandanten, weil wir halt so einen Prozess begleiten über mehrere Monate, indem wir halt schauen, was kann man an der Buchhaltung vergessen, welche Fehler werden immer wieder wiederholt und ja, da wünsche ich mir halt wirklich Systeme, die so miteinander agieren, dass wenn wir etwas ändern, sich das auch im System des Mandanten ändert und andersrum genauso. Dadurch hätten wir natürlich einen viel höheren Automatisierungsgrad, ganz klar, deutlich mehr Beratung auch in Echtzeit, weil wir viel mehr an die Live-Daten rankommen. Ich würde mir auch wünschen, wenn wir die Daten vielleicht irgendwann gar nicht mehr über eine Schnittstelle anstoßen müssen und per Klick anstoßen müssen, sondern wenn wir wirklich regelmäßig die aktuellen Zahlen bei uns im System haben. Dadurch erhoffen wir uns natürlich als Kanzlei auch wesentlich mehr Umsatz- und Profitabilitätswachstum im Bereich der Beratung, weil wir letztlich die doch sehr zeitaufwendigen Arbeiten im Bereich der Buchhaltung wegbekommen möchten, uns zwischen dem 1. und dem 10. dann auch wieder mehr mit Beratung beschäftigen wollen. Das ist ja in, glaube ich, auch vielen Kanzleien immer sehr schwierig um den 10. herum. Da hat man, glaube ich, Hauptthema Nummer 1, die Buchhaltung. Da wünschen wir uns, dass wir davon wegkommen. Und letztlich, und damit rundet sich so der Vortrag auch ein wenig ab, haben wir dadurch dann das Ziel, wegzukommen von der Datenverarbeitung, also dass wir wirklich Daten in das System einarbeiten müssen. Wir wollen viel mehr dahin gehen, dass wir die Daten überwachen. Also wir versuchen auch die Mitglieder in unserem Team stetig dabei zu unterstützen durch Fortbildung, dass wir halt wirklich es schaffen, immer fitter zu werden, auch Risikofelder zu erkennen, wo muss man genau hinschauen, wenn man eine Buchhaltung kontrolliert. Und damit halt viel mehr in die Datenüberwachung einsteigen. Ja, abschließend möchte ich Ihnen gerne noch einen Einblick in unsere Planung geben. Das ist die Kanzlei 2025, die ich mir mit meinem Geschäftspartner wünsche. Darauf zielen wir ab, da arbeiten wir hin. Sie sehen hier der Beratungsanteil, also es geht um die Umsatzverteilung, das steht jetzt hier nicht dabei, Verzeihung, aber es geht um die Umsatzverteilung in der Kanzlei. Wir hoffen, dass wir da wirklich bis dahin auf einen Umsatzanteil im Rahmen der Beratung von 50% kommen. Und als zweiten großen Baustein dann eben die Abschlusserstellung haben. Das sage ich ganz klar, das ist für uns ein sehr wichtiger Bereich. Das ist so eine Art Rettungsanker, weil natürlich, ich kann mich nicht hier hinstellen und sagen, dass jede Buchhaltung, die ausgelagert wird, zu 100% korrekt ist. Also wir haben da schon noch genügend Ansatzpunkte, an denen wir dann unterstützen müssen. GmbHs korrekt, da müssen wir natürlich auch im Jahresabschluss noch die Periodenabgrenzung vornehmen. Und deshalb werden wir in dem Bereich auch noch weiterhin viel Kapazität schaffen. Aber wo wir von wegkommen wollen, ist vom Bereich der Finanz- und Lohnbuchhaltung. Da sehen Sie, haben wir versucht, mit 15% wirklich einen sehr kleinen Bereich beizupflichten. Das liegt nicht daran, dass ich dieses Geschäftsfeld nicht wertschätze oder ähnliches, überhaupt nicht. Nur ich sehe für mich dort nicht mehr das Wachstumspotenzial für die Kanzlei und würde da gerne versuchen, das aktiv vom Umsatzanteil der Kanzlei wegzubekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. 100% digital und trotzdem noch sehr ambitioniert für die Zukunft. Chapeau. Was gibt es für Fragen? Aus dem Publikum? Da drüben bitte. Ihr nutzt ja sowohl LexOffice als auch so ein Kanzleiportal, um euch mit den Mandanten auszutauschen. Kannst du vielleicht ein paar Worte sagen? Gibt es irgendwie Schnittstellen, dass vielleicht noch Dokumente zu einzelnen Transaktionen, wann sollen die Mandanten oder wann sagst du den Mandanten, die sollen das noch auf das Portal schieben oder mach eine ganz klare Trennung, was kommt über LexOffice und was kommt auf dieses Portal? Ja, also das haben wir in der Tat ein Beispiel.
Mandant, der die komplette Abrechnung derzeit über Stripe abwickelt. Da haben wir eine andere Schnittstelle hinterlegt und kriegen darüber Buchungssätze, die wir dann eben auch einspielen können. Und die werden dann vom Mandanten monatlich noch über das Portal hochgeladen. Also das wäre auch ein Mandat, was nicht in der Lage wäre, jetzt ohne weiteres selbst zu buchen komplett, weil wir da halt doch noch relativ viel Hand anlegen. Wir haben auch einen Gastronomen, bei dem das so ist, wo wir die Kassenumsätze, die Daten, die kriegen wir auch noch nicht gut integriert in eben die DATEV-Welt, in die LexOffice-Welt, sondern nehmen die Buchungssätze und spielen sie halt in der DATEV ein und buchen den Rest von LexOffice dagegen. Also das ist noch sehr ein Workaround, den man da bilden muss, aber halt eben auch schon deutlich effizienter, wie wenn man die ganzen Belege händisch hochladen würde. Dann habe ich hier eine Frage aus dem Chat, die ich gerne stellen möchte. Ist es durch die erhöhte Transparenz mit LexOffice auch zu erhöhten Honorardiskussionen mit den Mandanten gekommen? Es ist ja oft so, dass das Mandant bei höherer Automatisierung weniger zahlen möchte. Nein, das kann ich nicht bestätigen. Für uns ist es so, dass wir von Beginn an sehr transparent unsere Gebühren darstellen. Kann ich auch offen sagen, also wir kalkulieren recht häufig mit der Mittelgebühr, gerade im Bereich der Finanzbuchhaltung. Wir erstellen also wirklich aufwendig ein Angebot vor jeder Mandatsaufnahme und versuchen sehr transparent unsere Kosten darzustellen. Und für uns ist es so, dass sich die Qualität in der Zusammenarbeit deutlich verbessert. Ja, das ist so. Und dadurch, dass wir halt eben eine qualitativ gut laufende Buchhaltung haben und auch einen guten Austausch mit den Mandanten haben, habe ich bislang nicht die Erfahrung gesammelt, dass jemand gesagt hat, okay, nur weil es jetzt schneller geht, müssen wir günstiger werden, sondern die sind einfach froh, wenn die Prozesse laufen. Das ist meine Erfahrung. Dankeschön. Da ist noch eine Frage und da drüben auch noch. Hallo, mein Name ist Petra Klaus. Ja. Und meine Kunden arbeiten vor allem mit LexOffice, weil sie ihre Zahlen dann im Griff haben, weil sie einfach wissen, wo sie stehen und nicht 3 Monate später halt eine BWA vom Steuerberater kriegen oder eventuell sogar jährlich nur das Ergebnis. Jetzt fragen die mich dann immer, jetzt habe ich da meine Einnahmenüberschussrechnung und da kommt der Gewinn raus. Und was ist dann die Einkommensteuer? Weil die haben immer so Angst vor dieser Einkommensteuer. Hältst du es denn für sinnvoll, dass vielleicht LexOffice irgendwann mal noch ein Tool reinbringt in die Software, dass man sieht, wenn so und so viel Gewinn in der Einnahmenüberschussrechnung ist, also meinetwegen in dem Dashboard vorne zum Beispiel, diese Einkommensteuer wird jetzt anfallen. Man muss natürlich zum Beispiel aufgrund der Vorjahreszahlen einen Steuersatz eingeben und so pauschal, keine Ahnung, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastung oder sowas. Aber dass das irgendwo drin ist, genauso wie die Einkommensteuervorauszahlung, die man vierteljährlich leistet zum Beispiel, die wird ja auch in LexOffice ja gar nicht erfasst, weil es ja keine Betriebsausgabe ist. Aber so einen eigenen Part, so private Einkommensteuer, das ist an Vorauszahlung geleistet. Damit müssen Sie rechnen, das ist noch die Nachzahlung. Was hältst du davon? Finde ich gut, würde ich begrüßen. Tatsächlich, bei uns ist es jetzt so, dass wir relativ viele Kapitalgesellschaften auch betreuen. Da wird am Anfang ein Gespräch geführt, wo wir versuchen zu erklären, anhand welcher Parameter man sich orientieren kann. Und dann halt eben, ja, kann man, wenn keine Verlustvorträge da sind, auch ganz gut kalkulieren bei einer GmbH. Aber klar, für den Gewerbetreibenden oder Freiberufler ist das schon ein spannendes Tool und würde mich freuen, wenn sowas käme. Ja, ja, ich denke, es gibt einfach Sicherheit an den Unternehmern. Ja. Gut, danke. Da drüben war noch eine Dame, die hatte noch eine Frage. Genau. Wenn Sie kurz die Hand heben. Genau. Genau. Ich wollte noch mal fragen, ob dann LexOffice auch so eine Art von Checkliste führt für diese genauen, immer wieder auftretenden Probleme. Weiß ich nicht, 19% Versicherungssteuer wird als Vorsteuer gezogen oder so. Dass eben das, was auch die Kollegin vorher schon meinte, dass diese Standard Fehler, dass wir nicht alle unsere kleinen Videos drehen müssen, ja, für wirklich, also jetzt nicht hochtrabende Fragen, sondern wirklich so ganz kleine Standards. Ja. Ich möchte eigentlich kein Video drehen, um das zu erklären. Ich nerv's aber natürlich trotzdem, ja, dass das 1200. Mal erzählt zu haben. Und also, da wollte ich mal fragen, ob es da irgendwas gibt, wo ich denn sagen könnte, guckt euch das doch mal an. Genau. Schönes Beispiel, also die 19% Versicherungssteuer gehen nicht mehr. Das ist auf dem Konto 4360 ist, glaube ich, im SKR 03 kann man die 19% nicht mehr eingeben. Das haben wir tatsächlich rausgenommen. Beim Porto haben wir es überlegt, haben wir uns, glaube ich, dagegen entschieden, weil es das auch mitgibt. Ansonsten sind wir natürlich auf diese Form von Feedback auch immer angewiesen und freuen uns drüber, weil wir wollen das Produkt natürlich am Markt besser machen. Ja? Und dafür dienen eben halt auch solche Veranstaltungen und dafür haben wir eben halt auch diesen Stand,
Da ist der Product Owner aus der Steuerseite, der Markus Griesbaum, der genau diese Vorschläge aufnimmt. Und dann müssen wir natürlich schauen, das muss gewichtet werden. Ist es jetzt ein Hello Kitty Button, den man irgendwo dran strickt, oder ist es tatsächlich ein sogenannter Hygienefaktor, wo wir sagen, das ist eine grundlegende, ein grundlegendes Indiz, womit die Software tatsächlich besser wird. Aber ja, dafür machen wir diese Veranstaltung, dass wir in den Dialog treten, weil wir Verbesserungen machen wollen, die der Software dienen und nicht dem Selbstzweck. Ja, uns dann aber auch eben entsprechend zur Verfügung stellen, dass wir das dann eben, wie diese anderen Videos auch, vielleicht dann auch mit dem Mandanten teilen können. Also damit wir nicht alle uns selbst erfinden. Klar, personalisiert ist auch immer schön, ja. Aber so einen gewissen Standard finde ich super. Wenn Sie da so ein Wunschszenario haben, wie das aussehen könnte oder sowas, lassen Sie uns dann nachher gerne drüber sprechen. Okay, danke. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die rege Beteiligung. Christopher, vielen herzlichen Dank für deinen Vortrag. Gerne. Meine Damen und Herren, Christopher Krug, KW Partners aus Bonn, herzlichen Dank. Dankeschön. Bitte.